Bayern München muss heute im Cup gegen RB Leipzig ran. Bisher gab es zwei Pflichtspiele. Beide Male war der deutsche Rekordmeister der Sieger. Das letzte Duell im Mai bot gleich 9 Tore. David Alaba, der in der 91. Minute zum 4:4 traf, und Arjen Robben in Minute 95 sorgten für unvergessliche Schlusspunkte dieser denkwürdigen Partie. Bayern-Coach Jupp Heynckes weiß um die Brisanz der Pokalbegegnung. Ja, ich denke, das ist sicher ein dramatisches, wie gesagt, sehr intensives, laufintensives Spiel werden wird. Und auch mit fußballerischen Leckerbissen, weil da sind großartige Könner, stehen auf beiden Seiten. Der FC Hollywood hat zahlreiche klingende Namen. Der FC Bayern hat fast nur Nationalspieler und auch Spielerpersönlichkeiten. Und ich denke, dass Mats Hummels, Jerome Boateng natürlich in die Rolle schlüpfen können. Und jetzt zuerst ist erstmal Arjen Robben, der ja schon auch in Hamburg Kapitän war, der Kapitän. Nach glanzvollen Siegen gegen Porto in der Champions League und Dortmund in der Liga hat RB Leipzig auch keine Angst vorm deutschen Rekordmeister. Trainer Ralf Hasenhüttl gibt sich sogar selbstbewusst. Es wird ein 50-50-Spiel, sage ich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt krasse Außenseiter sind. Zu Hause in unserem Stadion haben wir sehr viele Mannschaften schon geschlagen und deswegen hilft dann nur Gewinnen. Ja. Ob in der regulären Spielzeit oder in der Nachspielzeit oder im Elfmeterschießen, ganz egal. Es geht morgen nur darum zu gewinnen. Bruma, der an einer Wadenverletzung laboriert und Stefan Ilsanker, dem sein angebrochener Zeh zu schaffen macht, fehlen beim Cup-Hit. Anpfiff in der ausverkauften Leipzig-Arena ist um 20.45 Uhr.